Ich hätte es am liebsten, wenn ich meine gesamte Musikproduktion auch auf die Linux-Plattform verschieben könnte, weg von Windows. Im Zuge dieser Recherche bin ich auf Ubuntu Studio gestoßen, a free and open operating system for creative people. Ich wusste natürlich, dass dieses existiert, habe mich aber nie näher damit beschäftigt. Die aktuelle Version dieses Systems ist die Version 20.04.1 LTS. Die wird also über einen längeren Zeitraum unterstützt. Das ist der Vogel Fossa mit einem XFCE-Desktop. Alternativ dazu kann man auch Version 20.10, also die schnell laufende Version, die immer alle 6 Monate aktualisiert wird, mit dem Groovy Gorilla wählen. Die kommt dann allerdings mit einem Plasma Desktop und die wird nur bis zum Juli 2021 unterstützt, wobei diese Version hier, die ich jetzt auch gegenwärtig habe, bis April 2023 unterstützt wird. In gewissen Bereichen, wie zum Beispiel Medienproduktion im Allgemeinen, ist es grundsätzlich besser, wenn eine Plattform einen längeren Support hat, über den Zeitraum die Plattform dann auch korrekt funktioniert. Im Prinzip ist Ubuntu Studio nichts anderes wie ein ganz normales Ubuntu, mit aber einer ganzen Menge Medienproduktionstools, Zubehör und so weiter. Alles, was man so braucht, das kommt da gleich mit. Ein paar Änderungen sind da schon vorgenommen worden, wie zum Beispiel beim normalen Ubuntu ist es ja der GNOME Desktop. Hier ist es standardmäßig eine XFCE-Umgebung, was ich persönlich auch sehr begrüße, muss ich sagen. Hier steht noch: Ubuntu Studio is an operating system for creative individuals in the areas of audio production, video production, graphics design, photography and desktop publishing. Also alles, was im Prinzip in den Medienproduktionsbereich fällt, Audio, Video, Produktion, Grafikdesign, Fotografie und Desktop Publishing, das ist alles im Prinzip schon mit Ubuntu Studio abgedeckt. Hier wird nochmal erklärt, warum man diese Plattform wählen sollte. Zum Beispiel, weil da alles drin ist, was man so braucht. Da werde ich gleich nochmal drauf eingehen hier mit dem Audiobereich. Graphics auch sehr interessant natürlich auch für mich, weil, wie man ja weiß, bekanntlich mache ich YouTube-Videos, ja. Und die möchte ich natürlich auch irgendwann mal schneiden. Dafür auch dann Grafiken erstellen, diese netten Thumbnails, die ich da eben habe. Hier Video-Editing gehört natürlich auch entsprechend dazu. So wie auch Photography. Also, wie soll ich sagen, wenn du im professionellen Fotografiebereich unterwegs bist, dann gibt es auch hier gewisse Tools, die mit an Bord sind, wie zum Beispiel GIMP und Darktable und so weiter. Das finde ich persönlich schon recht interessant und da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht sollte ich mir das Ubuntu Studio doch einmal ansehen. Diese Webseite ist nicht schwierig zu finden, das ist einfach nur ubuntustudio.org. Download ist hier zu finden, gibt es als Torrent und Direct Download. Durch die Installation des Betriebssystems werde ich jetzt nicht durchgehen, weil diese sich nicht sonderlich unterscheidet von einer normalen Ubuntu-Installation und ich denke, dass ich diese auch schon ein paar Mal hier auf meinem Kanal abgedeckt habe. Das ist der ganz normale Ubuntu-Installer. Wie du hier bereits siehst, an Bord standardmäßig ist der Firefox Webbrowser. Ich glaube, sonst ist da auch keiner dabei. Ich habe jetzt keinen anderen gefunden. Wie gerade schon gesagt, standardmäßig der XFCE Desktop. So sieht er dann auch aus. Ich habe das dann auf meine leere SSD installiert, um einmal mir das näher anzusehen. Alle meine Festplatten sind hier bereits eingebunden. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Die Leiste ist oben, also nicht so sehr viel Schnickschnack, wie man hier unschwer erkennen kann. Das liebe ich. Ja, wenn ich mir ein Linux installiere und das jetzt nicht mit so viel Schnickschnack um die Ecke kommt. XFCE, dein Desktop ohne Schnickschnack. Oben links das normale Startmenü, können wir vielleicht mal ein bisschen größer ziehen. Als Favoriten gesetzt sind der Internetnavigator, Dateiverwaltung, Ubuntu Studio Controls, können wir auch mal gleich mal drauf gucken. Und hier kann man jetzt also schon mal festlegen, wie sich zum Beispiel deine CPU verhalten soll. Ja, CPU Governor ist Power Safe oder Performance Power Safe heißt, dass die Taktung des Prozessors nur dann hochgefahren wird, wenn es wirklich notwendig wird. Also zum Beispiel, wenn man ein Video rendert oder so. Ja, Intel Boost kann man ein- und ausschalten, wie man will. Und Logging Level ist einfach nur Info. Audio Setup kannst du hier auch ein bisschen durch die Gegend schalten, wie du willst. Ich habe da jetzt nicht so viel dran verändert, weil ich bin eigentlich eher ein Freund vom Q-Jack-Control, dass ich das über diese Software mache. Also ist es auf jeden Fall drin, finde ich auch sehr cool. Dann haben wir noch Kala, das ist so eine Art Rack, mit dem man dann bestimmte Dinge tun kann. Das werde ich gleich nochmal genau erklären oder kurz zeigen, was es ist. Einstellen ganz normal, XFCE und ein Terminal. Ja? Audio Production, hier geht es nämlich schon mal los mit einer ganzen Menge an Tools, die hier mitkommen, was ich persönlich ja schon sehr begrüße, muss ich sagen. Was haben wir denn an Bord? Ardour 5, gleich ganz oben, Audacity, super. Brazero zum Brennen von CDs und so. Hydrogen, mega. FluidSynth, LMMS ist hier auch gleich schon mit vorinstalliert. Q-Jack Control, hatte ich ja gerade schon erzählt. Q-Tractor ist auch eine DAW. Scooper Looper ist noch dabei und die ganzen Synet Sub-FX Tools. Der Synth ist hier auch mit installiert.
Interessant sind hier oben auch die Untergruppen der Audio Utilities. Da hat man das nochmal ein bisschen sortiert. Hier Kala, Qjack, Control, was haben wir noch? Effects, da sind die ganzen Carve-Plugins sind hier mit drin. Dann haben wir noch Rec-A-Rec, so ein Guitar-Amp ist das. Instruments sind ein paar Synthesizer, die ich auch sonst in jedem anderen System, was ich sonst genutzt habe, wie zum Beispiel Arch oder Debian, mir manuell nachinstalliert habe. Zum Beispiel Sample V1, Synth V1, SynAdd SubFX habe ich gerade besprochen. MIDI Utilities, da haben wir einen Jack Keyboard, QMIDI Arp, QMIDI Root, Virtual MIDI Keyboard und Yashimi, auch ein sehr geiler Synth und Mixers and Card Control. Also da kann man nochmal seine Hardware so ein bisschen konfigurieren mit den einzelnen Tools hier drin. Also ich finde, das ist schon eine ziemlich umfangreiche Sammlung, alleine was sich hier im Audioproduktionsbereich befindet. Büro, LibreOffice mit dabei. Da sollte es also in dem Bereich auch nicht mangeln. Wir haben noch einen E-Book Editor und Calibre, falls du E-Books auf deinem Ubuntu Studio, sage ich jetzt mal, verwalten möchtest. Irgendwelche Nutzeranleitungen oder sowas, keine Ahnung. Grafik, da wird es mal wieder ein bisschen interessant. Was haben wir hier? Wir haben natürlich vorne dran Blender. Darktable für Fotos ist so ein bisschen sowas wie die Adobe Solution Lightroom oder wie der heißt. Fontforge, ich glaube, damit kann man eigene Fonts erzeugen. GIMP, natürlich, muss mit an Bord sein, völlig klar. Image Magic, Inkscape, Krita, was soll ich sagen? LibreOffice Draw, MyPaint, kenne ich gar nicht, aber cool. Ristretto zum Bilder angucken, Scribus auch mit an Bord, super, Desktop Publishing, mein Gott, und Synfig. Was soll ich jetzt großartig hier zu dieser Sammlung sagen? 1A, würde wieder kaufen. Ach, Graphic Design ist wahrscheinlich nochmal so ein Unterdings, genau, wo wir nochmal Blender und so weiter alle hier drin haben. Photography ist nochmal Darktable, Entangle, Raw Therapy und so weiter, zum Bearbeiten von RAWs. Ja, ist Raw Therapy, wollte ich nochmal sagen. Graphics Utilities haben wir nochmal den Scanner und Image Magic. Also du merkst schon, dieses Ding hat es im Medienproduktionsbereich wirklich in sich. Was haben wir im Internet? KDE Connect für dein Smartphone. Ja, super geil. Kannst du damit dann verbinden. Thunderbird, E-Mails, ganz klar. Pigeon, der Messenger. Firefox, hatte ich gerade erklärt. Transmission zum Runterladen von BitTorrents, also auch mit dabei. Media Playback. Angucken von Mediensachen. Wir haben Parole, wir haben VLC und Xtradeo. Alles da, was man so braucht, ja, passt, wackelt, hat Luft. Multimedia, das ist nochmal so ein Potpourri von den gesamten Tools, die ich gerade schon genannt habe, plus ein paar andere, die wir gleich noch sehen werden. Spiele, sind nur ein paar, vier dabei, ja, okay, gut. Lutris, standardmäßig nicht dabei, den habe ich vorhin installiert, um World of Warcraft zu testen. Ich kann schon mal sagen, es läuft. System sind die üblichen Systemtools, ne, wie der Ubuntu Installer, ich weiß auch gar nicht, warum der hier drin ist, der sollte eigentlich weg sein. Die Terminals sind hier drin und so, also nichts Besonderes. Ubuntu Studio Information, nochmal so ein paar Unterpunkte von gerade eben, Video Production, ja. Wir haben nochmal Blender, DVD-NG, KDN Live ist ja auch gleich mit installiert, was ich persönlich ja schon mal oberspannend finde, dass das hier gleich vorne rein drin ist und natürlich für mich mega wichtig, OBS Studio auch mit an Bord. Damit nehme ich hier auch gerade dieses Video auf, da oben läuft's ja. Also was soll ich jetzt dazu großartig sagen? Ich bin ja völlig geplättet. OpenShot ist auch noch mit dabei, falls dir KDN Live nicht zusagt. PTV auch noch. XFBurn und XJadeo. Wine ist natürlich nicht dabei, das habe ich vorhin installiert. Und die üblichen Zubehörprogramme wie Catfish, Dateibrowser und so weiter. Das ist jetzt der Nautilus, weil ich auch noch GNOME installiert habe. Egal. Egal. Ja, also du merkst auf jeden Fall schon, dass es sich bei dem Toolset, was Ubuntu Studio dir so mitbringt, um ein gewaltiges Schweizer Messer handelt, bei dem du, falls du jetzt in diesem Bereich tätig bist, so ziemlich gar nichts mehr tun musst, damit alles funktioniert. Ich möchte jetzt nochmal kurz in den Blender reingucken, weil ich jetzt gar nicht weiß, was der jetzt alles von Hause aus kann. Ich habe hier eine Radeon RX 550 im System, die auch direkt von Ubuntu Studio angesprochen wurde. Ist klar, weil es ist ja auch ein normales Ubuntu. Version 2.82 ist hier mit an Bord. Wir gehen mal hier aufs Blender-Icon und sagen, nein, wir sagen Edit und Preferences. Das Einstellungsfenster. Woran ich interessiert bin, ist System und OpenCL. Nein, haben wir nicht mit an Bord, also standardmäßig nicht mit installiert. Wäre vielleicht interessant, wenn man die Hardwarebeschleunigung für alles Mögliche hier im Blender nutzen will. Jetzt gehen wir mal in den nächsten Bereich und zwar in Audio Production und wir gehen mal hier auf Arduo 5, der nicht startet. Musst du den Arduo jetzt über das Terminal starten? Das sollte normalerweise da auch gehen. Gut, wir gehen jetzt mal hier vorwärts. Ja, ich sag jetzt mal Musik hier, keine Ahnung, vorwärts. Ja, alles super. Ja, Masterbass. Okay, ich mach das mal so. Jawohl. Hab ich jetzt... Oh, ich hab... Also es geht doch über das Menü. Es dauert anscheinend wohl nur einen kurzen Moment.
Es startet auf jeden Fall. So, jetzt mache ich das Ganze normal hier. Habe mich gerade ein bisschen gewundert, warum ich das jetzt hier plötzlich doppelt sehe, so irgendwie. Scanne nach Plugins. Da sind auf jeden Fall schon eine ganze Menge Audio-Plugins installiert, wie du hier bereits siehst mit dem LSP. Was ich so sonst auch nicht mehr gefunden habe, diese Plugins. Die Webseite von dem LSP war irgendwie nicht mehr zu erreichen. Deshalb bin ich umso positiver überrascht, dass diese ganzen Plugins sich hier im Ubuntu Studio befinden. Da ist nämlich echt schwer dran zu kommen. Okay, Ardour ist nun bereit. Anwenden. Empty Template, sagen wir TNP. Keine Ahnung. Zack. Und ich sage öffnen. Start mit... Oh. So, ich musste das hier gerade kurz auf Jack umstellen mit dem Ardour, damit er startet, damit wir hier was sehen. Also Ardour 5, super. Wir gucken jetzt mal hier in die MIDI-Spuren und sagen erstmal Reasonable Synth. Genau, das Mixer-Panel einschalten. Jetzt sage ich das Plugin löschen und ich sage Plugin einfügen und Plugin Manager, damit wir mal gucken, was ist jetzt hier eigentlich schon mit alles an Bord. Also es sind schon eine ganze Menge Sachen. Instrument, ich sage, was sage ich denn? Einfach mal alle Plugins, ja, damit ich das mal sehe. Wir haben jede Menge Sachen schon vorinstalliert, wie ich ja gerade schon sagte. Unter anderem sind die ganzen Carve-Plugins, wie du hier siehst, auch schon alle mit drin. Das finde ich total cool. Und da gibt es auch einen alten Synthesizer. Da heißt Carve Monosynth zum Beispiel. Können wir mal einfügen. Genau, funktioniert. Haben wir schon drin. Dann könnte ich noch sagen Plugin Manager und sage Carve meinetwegen Mono Compressor. Plugins einfügen und habe jetzt hier schon zwei von denen hier drin. Das ist aber nicht alles, weil beim Ubuntu Studio auch etwas vorinstalliert ist, was normalerweise sehr schwer auf anderen Distros zu machen ist, habe ich so festgestellt. Ich werde das jetzt mal minimieren. Es geht dabei um den Kala. Ja? Das ist ein Tool, mit dem du ein virtuelles Rack bekommst, so ein Musikgeräte-Rack. Was dir unter anderem helfen kann, gewisse Effekt-Chains aufzubauen. Die Besonderheit dabei ist, dass Kala dir auch die Möglichkeit bietet, dasselbe auch mit Windows-Plugins zu tun. Ja? Du musst dafür die entsprechenden Bridges installieren. Das habe ich auch schon im Vorfeld gemacht. Es handelt sich um dieses nette Tool hier, Kala. Sieht erstmal so jetzt nicht wirklich spektakulär aus. Wenn du nicht unbedingt an Windows-VSTs in der Audioproduktion interessiert bist, dann würde es eigentlich ausreichen, hier Add Plugin zu sagen und dir dann deine Chain hier mit den einzelnen Plugins zusammenzubauen und du bist fertig. Jetzt kann es aber sein, dass du vielleicht wirklich einige Plugins aus der Windows-Welt benutzen möchtest, wobei ich natürlich nicht immer sagen kann, ob das funktioniert oder nicht. Das ist dann im Einzelfall auszuprobieren. Damit das Ganze funktioniert, bräuchtest du Folgendes. Du müsstest diese beiden Pakete hier installieren. Kala Bridge Win32 und Kala Bridge Win64. Das wird unter anderem die ganzen Libraries, Executables und so weiter von Wine installieren, von der Version von Wine, die es hier in den Repos gibt. Zusätzlich dazu auch alles andere, was benötigt wird für den 32- und 64-Bit-Betrieb einer Wine-Prefix. Idealerweise solltest du, wenn du das hier gemacht hast und eingerichtet hast, auch dahergehen und sagen Wineboot-U, damit eine Wine-Prefix in deinem System erzeugt und konfiguriert wird. Anschließend machst du, was eigentlich bei mir am meisten geholfen hat, Winetricks, ich mach das mal weg, dann kann man das besser sehen, Winetricks-Q und dann diese Pakete, Core Fonts, VC Run 2010, VC Run 2013 und VC Run 2015. Und anschließend stellst du es um nochmal auf Win7. Und dieses -Q hier am Anfang bedeutet einfach nur, dass alles installiert werden soll, ohne Fragen zu stellen. Also diese vier Pakete sind im Wesentlichen das absolute Minimum, was erforderlich ist, damit eine VST-Umgebung in einem Wine laufen kann. Zumindest meiner Erfahrung nach. Das habe ich hier im Vorfeld natürlich schon alles erledigt. Können direkt hier auch zum nächsten Schritt übergehen. Ich habe mir gerade eben aus Plugin Boutique, da bin ich ja auch ein Kunde, mir den Wiggle hier runtergeladen. Das ist ein ziemlich cooler Synth, den es so erstmal nur für Windows und Mac gibt. Den werden wir jetzt gleich hier mal entpacken. Da ist er nämlich. Und den dann auch per Wine ausführen bzw. installieren. Ja, ich sage jetzt hier mal so, Terminal und Wine Wiggle. Ups. So, jetzt installieren wir den Blödsinn. Ich entscheide mich für ein 64-Bit VST. Das ist in meinem Fall völlig ausreichend. Und sage Install. Der Wiggle ist jetzt installiert, sehr gut. Können das hier schließen und das hier auch. Wie kriege ich jetzt so ein Windows-Plugin mit Kala hier rein? Ganz einfach. Und zwar,
Erst einmal sagst du Configure Kala und dort gibt es einen Punkt, der heißt Enable Experimental Features. Dann gehst du hin zu Experimental und sagst Enable Plugin Bridges und Enable Wine Bridges. Diese beiden bitte einschalten. Den Rest können wir alles so lassen, das ist alles in Ordnung. Wine. Guckst du nochmal, ob alles so in Ordnung ist, sollte aber normalerweise der Fall sein. Dann haben wir das jetzt soweit aktiviert. Mehr brauchen wir im Prinzip nicht zu tun. Nur wenn du Windows VSTs hier verwenden willst, dann gehst du hier zu Plugin Paths, also die Pfade der Plugins, VST 2, in dem Fall glaube ich war das auch, und schaust nochmal, ob alles soweit hier in Ordnung ist, weil im normalen Fall hat er das hier auch schon drin. Wir können aber gucken, ob das Plugin dort installiert wurde. Punkt Wine, Drive C, Program Files, Steinberg VST Plugins. Ja, da ist es drin. Das heißt, wir nehmen uns diesen Pfad hier, kopieren, add und fügen den Pfad dort auch entsprechend noch hinzu, weil die VST Plugins sich meistens für 64-Bit in diesem Pfad installieren. Ja, da sucht er dann auch nach den DLLs, das ist eigentlich ganz praktisch. Und wir sagen hier okay, können also das hier auch schließen, das ist eine Windows DLL. Und wir sagen hier Add Plugin und Refresh. Jetzt hast du hier noch die beiden Haken anzutickern, hier Windows 32 64-Bit und wir sagen Scan. Jetzt ist mir doch fast das Herz in die Hose geflattert, ja, weil ich schon länger mich mit dem Kala beschäftige und über einen längeren Zeitraum schon wusste, dass man hier auch Windows VSTs benutzen kann, aber in dieser Installation hat das hier gerade mit dem Wiggle zum Beispiel nicht funktioniert. Ich habe mich gefragt, woran das liegt, weil ich ja hier Windows Plugins und so weiter scannen konnte. Der Grund dafür ist ganz einfach. Und zwar gibt es auf der linken Seite hier so ein paar Sachen, die man antickern kann, ja, Favorites und so weiter, je nach Architektur oder Plugin-Format und so. Ganz wichtig ist, wenn du Windows-Plugins installiert hast und auch die ganzen Bridges und so weiter, dann solltest du hier auf der linken Seite zu Architecture gehen. Hier, da steht Native und diese beiden hier sind ausgeschaltet. Das Bridged 32-Bit und Bridged Wine. Die beiden musst du einschalten, sonst erscheinen nämlich diese Plugins hier gar nicht in der Liste. Ja? Also das ist ein bisschen doof. Ich habe jetzt hier gerade zwei Windows-Plugins installiert und nachdem ich also diese beiden angetickert habe, da erscheint dann auch der Wiggle, ja, von Second Sense, den können wir da jetzt mal drauflegen. Und was hier passiert ist folgendes, der fängt jetzt an, die Plugin-Bridge von Wine zu laden und da haben wir dann auch schon das Gerät direkt im Rack und werde das auch schon einmal vorbereiten für die Registrierung. Zunächst einmal erscheint ein solches Plugin in jedem Fall hier als ein Rack-Gerät, das du hier reingeschraubt hast. Du klickst hier auf das Zahnrad, um die Custom UI zu öffnen. Und wie du hier siehst, funktioniert dieses Windows-Plugin schon mal sehr gut. Hat mit dem Wiggle nicht ganz geklappt, weil die Interaktionsdinger da drin zum Registrieren nicht geklappt haben. Das macht nichts. Wir nehmen uns den Kilohertz One. Den hatte ich nämlich auch gerade installiert. Da, Kilohertz One. Nehmen wir den. So, Zahnrad und da ist der Synth. Okay. Also das heißt, ich könnte jetzt den Kilohertz One zum Beispiel bereits in einer DAW verwenden. Ich habe hier noch Arduino offen. So, ich nehme die Kala-Geschichte raus, sage Plugin einfügen, Plugin Manager, ich sage Kala Rack, ganz wichtig, Plugins einfügen und sage jetzt hier Plugin KHS, genau, da ist er, Kilohertz One, plups, da ist er jetzt hier drin, habe also den Windows Synth hier in meiner DAW jetzt auch geladen und könnte diesen jetzt auch benutzen, wenn ich möchte. Könnte jetzt hier ein MIDI-Input auswählen, ist jetzt ein bisschen durcheinander, weil ich eine Aufnahme mache und der Jack da auch nebenher läuft, aber ich glaube, das Prinzip ist klar, in einer DAW, da wählst du dann einfach hier dein Kala hier aus und über den kannst du dann deine Windows-Plugins hier auch kontrollieren. Hab hier eine Preset-Liste und das funktioniert soweit ganz super und habe bisher da auch keine Crashes in irgendeiner Form feststellen können. Also das wollte ich noch mal kurz geklärt haben, dass also das zumindest mal, was den Audioproduktionsbereich angeht, dass das schon mal funktioniert und ein paar Türen in diese Richtung öffnen kann. Gut, also dann denke ich, haben wir erstmal soweit die absoluten fundamentalen Dinge hier geklärt. Damit glaube ich, hast du jetzt erstmal so eine relativ gute Einsicht in das bekommen, was Ubuntu Studio in der Lage ist zu leisten. Und ich bin jetzt soweit erstmal mit diesem Video dann durch. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir mal einen Daumen hoch da, das würde mich sehr freuen. Ansonsten gibt es gleich zwei weitere Videos auf der linken Seite. Auf der rechten Seite kannst du diesen Kanal oder meinen Musikproduktionskanal Marcosonic abonnieren. Und wenn du willst, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute und bleib gesund.